So, meine Damen und Herren, wir haben ausführlich getagt, das konnten Sie verfolgen und wir sind auch zu einem guten Ende gekommen unter den schwierigen Bedingungen. Wir sind uns in unserer Einschätzung, wie die Maßnahmen sich ausgewirkt haben, einig. Der exponentielle Anstieg der infizierten Zahlen ist gebrochen. Aus der steil ansteigenden Kurve ist ein flacher Verlauf geworden. Danke, dass auch in den letzten Wochen die Menschen in ihrer großen Mehrheit die gravierenden Einschränkungen erneut solidarisch mitgetragen haben. Und das andere ist die klare Aussage von Bund und Ländern, dass die Lage es uns nicht erlaubt, die Novembermaßnahmen aufzuheben. Wir wollen die Arbeitgeber bitten, alle Möglichkeiten für Homeoffice zu nutzen, insbesondere auch zu ermöglichen, zwischen den Feiertagen gegebenenfalls Betriebsferien zu machen oder Menschen zu Hause arbeiten zu lassen. Die Maßnahmen vom 28. Oktober werden also alle fortgeführt, erst einmal bis zum 20. Dezember. Und wir gehen aber davon aus, da sind sich Bund und Länder einig, dass wegen des sehr hohen Infektionsgeschehens die Beschränkungen nach menschlichem Ermessen bis Anfang Januar gelten müssen. Es sei denn, wir haben einen unerwarteten Rückgang der Infektionen unter 50 pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Wir werden bei kleineren Einkaufsläden, das gilt heute schon, eine Quadratmeterzahl von 10 pro Kunden haben und bei Einkaufsflächen über 800 Quadratmeter 20 Quadratmeter für jeden einzulassenden Kunden. Und ganz wichtig ist, dass bei Einkaufszentren hier die jeweilige Gesamtverkaufsfläche anzusetzen ist. Und wir reduzieren noch einmal die Kontakte auf 5 Menschen mit 2 Hausständen, wobei die Kinder unter 14 ausgenommen werden, also dazu gezählt werden können. Damit wir dann zu den Weihnachtstagen vom 23.12. bis längstens 1. Januar ein Fest im engsten Familien- und Freundeskreis mit maximal 10 Personen feiern können. Kinder, die dazugehören, unter 14 zählen auch hier nicht. Und wir haben sehr lange darüber gesprochen, dass wir uns ja einig sind, die Schulen offen zu halten. Aber wir haben an dieser Stelle gesagt, was machen wir, wenn es dann doch wieder in Bereichen sehr hoher Inzidenz ist. Und hier sind einige erweiternde Maßnahmen hinzugekommen. Auf der einen Seite die Pflicht, dann auch in den höheren Jahrgängen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, auch in allen Bereichen der Schule. Und es sollen dann bei Inzidenzen von über 200, das ist also wieder ein Teil dieser extremen Infektionslagen, sollen weitergehende Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung in den älteren Jahrgängen ab Jahrgangsstufe 8 schulspezifisch umgesetzt werden, welche die Umsetzung der AH-plus-L-Regeln besser gewährleisten, beispielsweise Hybrid- und Wechselunterricht, das heißt also AH, da geht es im Wesentlichen auch um die Abstandsregelungen. Und ein wichtiger Gedanke war noch, auf den ich eingehen möchte, die vulnerablen Gruppen. Neben den FFP2-Masken, die wir zur Verfügung stellen wollen, haben wir noch einmal sehr stark daran gedacht, dass Menschen in Seniorenheimen, in anderen Einrichtungen ja auch ein gutes Weihnachtsfest haben müssen. Das darf kein Weihnachtsfest in Einsamkeit sein und deshalb werden wir hier ganz besonders auf Besuchsmöglichkeiten auch achten.